Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute geht es um meine Minecraft-Einstellungen, Settings, wie spiele ich Bed Wars und so weiter und so fort. Und mehr seht ihr nach dem Intro. Ja, willkommen zu diesem heutigen Video. Ich habe mir heute überlegt, euch meine Settings vorzustellen. Im Laufe des Videos werde ich in Einzelteilen bzw. Einzelphrasen euch meine Settings mitteilen. Und ja, dann fangen wir auch gleich direkt an. Und zwar mit dem Klicken, Links- und Rechtsklick, ganz normal. Block auswählen in der Mitte. Ich benutze die Steuerung WASD und zum Sneaken benutze ich Shift standardmäßig. Zum Sprinten benutze ich STRG standardmäßig. Und wer hätte es gedacht, fürs Inventar benutze ich auch standardmäßig A. Ja, ich habe nicht wirklich die ausgefallensten Settings, jedoch kommt es gleich zum interessanteren Teil. So, mein Freund, du bist weg und das Bett haben wir auch hoch. Nein! So, Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt auch auf der zweiten Runde auf UFO, auf jeden Fall. Meine Inventarliste ist folgendermaßen sortiert. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 und 9, 9. Wow, was ein Wunder. Aber Leute, jetzt kommt es zu einem sehr, sehr interessanten Teil. Und zwar zum F5. Wie wechsle ich meine Spieleransicht immer so schnell, dass ich halt instant auf die Spieleransicht wechseln Taste komme, ohne irgendwie von meinen Tasten abzukommen. Gerade bei meiner Tastatur ist es ein sehr wichtiges Thema, dass man da vor allem bei der Black Widow Chroma, wie ich sie benutze, sehr, sehr weit die Tasten auseinander sind, die Funktions- und Escape-Tasten. Weshalb es wirklich ein bisschen schwieriger in MC ist, da so richtig zu spielen, außer man stellt es eben um. So komme ich immer direkt auf die Spielerwechselansicht und kann somit auch die Kameraperspektive wechseln. Und nur so, by the way, Leute, ich mache nicht den Doppelsprint mit W, den viele mal... Was? Und by the way, Leute, ich benutze nicht Doppel-W zum Sprinten. Das machen ja manche und das ist ein bisschen komisch. Und wie kann man so absolut in den alten Shop gehen und dann absolut verkacken? Nee, nee, nee. Nein. Jungs, wir sind tot. Auf jeden Fall kommt man so immer sehr, sehr gut und kontrolliert an die zweite Spielansicht. Und es ist wirklich einfach. F1 habe ich auf... F1 logischerweise, Vollbildmodus auf F11 und Sachen droppen auf Q. Also Leute, wie man es eben standardweise kennt, bedeutet Leute, ihr könnt sogar mit den standardmäßigen Einstellungen, es sei denn ihr habt F5 auf F5, dann würde ich es auf F stellen, wirklich sehr, sehr guten Smooth spielen. Man hat da die komplette Kontrolle, die man braucht. Natürlich kann man noch additionale Tasten von seiner coolen Gaming-Maus. Ich habe übrigens zwei vorgestellt, könnt ihr euch mal in der Infokarte gönnen, die sind ziemlich gut fürs Zocken. Da kann man sich eben so mit den Makro-Tasten einen schönen Slot im Item-Auswahlfenster aka Hotbar aussuchen und eben dann sehr, sehr schnell... Leute, ich quitte. Ich quitte sowas. Obwohl, nee. Der ist nicht gut. Jitter, ihr kennt ihn. Na, hä? Leute, ich spiele momentan privat gar kein Minecraft. Das müsst ihr wissen. Also entschuldigt mich, wenn ich da irgendwie ein bisschen sehr, sehr schlecht spiele. Ja, für meine Verhältnisse... ist ein bisschen peinlich, ich weiß. Auf jeden Fall habe ich momentan auch viel Schulstress, jetzt kommen die Arbeiten langsam und ja, ist nice, aber bei euch sicherlich auch, Leute. Deswegen bin ich da leider nicht der Einzige. Bedeutet, wenn ihr mein Video von mich guckt, ist nicht schlimm, also wenn ihr ein Video von mir verpasst oder nicht instant am Start seid. Achso, übrigens, Leute, spammt mal alle in die Kommentare irgendwie, was weiß ich, Hashtag Steinami. Hashtag Steinami, einfach mal alles spammen und wenn ihr möchtet, noch einen Kommentar dazu schreiben. Ich möchte mal sehen, wie viele Kommentare wir denn so mit Steinami erhalten und wir haben hier direkt einen Hacker gegen uns. Bedeutet, wir müssen mit einem Cobweb und einer Spitzhacke auf ihn. Sonst ist tot. Das habe ich direkt... Okay, er hat einfach nur gebuggt. Ich dachte, er hackt. Ja, super. Super duper. Übervorsichtig, dann bringt's nichts. So, Leute, wir haben uns mal eben kurz entnickt. Denn Opa Funny ist hier in der Runde und der wundert sich sicher ein Stück weit, wenn ich hier mich auf einmal entnicke. Denn das ist ein ziemlich, ich sag mal, relativ cooler Spieler, der sich jetzt auch in die Mitte baut. Ganz eigenartiger Boy. Aber gut, wir haben uns hier versammelt, um den Abschied von Feuerstein zu zelebrieren. Zu bedauern. Alter Schwede, ey. Jungs. Nein, er hat sich gebackportet. Ich wollte gerade sagen, das ist ein guter Spieler, ne?
Aber ich glaube, dass genau sowas eben mir es jetzt schwieriger macht, weil er eben so viele EQ hat und sich irgendwie so sich hier equipped und so weiter. Ist nicht so nice. Geil. Sehr, sehr geil. Was? Er hat gewartet auf mich. Yo, Jungs. Yo. Er hat auf mich gewartet und jetzt bin ich tot. Ich bin sowas von tot. Ist mir egal, Leute. Ja, genau. Also auf jeden Fall war es das mit meinen Einstellungen. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von irgendwelchen Sachen wie RP-Ordner, Mod-Folder, was weiß ich. Dann lass doch einfach mal ein Like da. Ich weiß gar nicht, was sie hier so lange wartet. Also mal ernsthaft. Ich weiß gar nicht. Er hatte ein Schwert. Okay, gut. Da würde ich einfach sagen, das war's mit der Runde. Es haben ziemlich viele geschwitzt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Heimatspot gewinnt. Denn ich bin ein böser Typ. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Habt noch einen schönen, angenehmen Tag.